Willkommen zum Tutorial Straßenbeleuchtung für Anfänger. Wählen Sie nach Programmstart die Option Straße, um ein neues Straßenprojekt zu erstellen. Zu Beginn eines Projektes müssen Sie die Projektdaten eingeben. Bestätigen Sie mit OK und so gelangen Sie zur Benutzeroberfläche von Relux Desktop. Für Straßenprojekte erscheint das Hauptmenü Straße. Dieses Hauptmenü ist in drei Bereiche unterteilt. Links finden Sie die Definition der Szene sowie Aktivierung der automatischen Berechnung. In der Mitte finden Sie die Werkzeuge zur automatischen Optimierung und rechts die Darstellung der Lichtverteilungskurven. Für Straßenprojekte wird empfohlen, das erweiterte Layout zu aktivieren. Das kann man im Hauptmenü Fenster auswählen. Zurück im Hauptmenü Straße wählen wir Leuchtenband. Da noch keine Leuchte ausgewählt wurde, startet die Leuchtenauswahl automatisch. Die Firma Relux Demo wird zusammen mit Relux Desktop installiert. Wir setzen einen geeigneten Filter und wählen zwei Straßenleuchten mit ca. 5000 Lumen aus. Weitere Hersteller können beim Wählen von Online-Update im Menü Hilfe lokal installiert werden. Markieren Sie die gewünschten Hersteller und installieren Sie die Produktdaten. Die Leuchtenauswahl befindet sich neu online unter Produkte RELUXnet. Suchen und übernehmen Sie Leuchten, indem Sie den Button Öffnen im Relux Desktop wählen. Zurück zu unserem Straßenprojekt. Die Leuchtenreihe ist bereits platziert und mit dem ersten Leuchtentyp versehen. In der 3D-Ansicht vergewissern wir uns die korrekte Drehung der Lichtverteilungskurve. Als nächstes befassen wir uns mit den Einstellmöglichkeiten der Straße. Für diesen allgemeinen Verkehrsweg, die automatische Optimierung, berücksichtigt ausschließlich den Teil mit der roten Messfläche. Es kann eine Autobahn mit grünen Mittelstreifen definiert werden. Es gibt eine Vielzahl von Parametern zur Definierung der Straßensituation. Zum Beispiel unter Randbereich können Sie weitere Nebenstraßen mit eigenen Messflächen links oder rechts davon definieren. Leuchtenreihen können auf verschiedene Arten platziert werden. Leuchtenreihen können aber auch kopiert und individuell angelegt werden. Dabei ist es möglich, mit unterschiedlichen Leuchtentypen in der gleichen Szene zu arbeiten. Wir kopieren eine Reihe und legen diese auf die linke Seite der Straße. Dies tun wir in einem Abstand von 2 Meter zur Straße. Als nächstes ändern wir noch den Leuchtentyp. In der 3D-Ansicht sehen wir die unterschiedlichen Lichtverteilungskurven. Wir löschen diese Leuchtenreihe wieder und fahren mit unserer Planung auf die Straße fort. Nun wird eine benötigte Beleuchtungsklasse M4 mit den Sollwerten gewählt. Das sind die Werte, die es zu erreichen gilt. Mit dem Aktivieren des Berechnungsmodus rechnet das Programm bei jeder Änderung der Parameter die Straßenbeleuchtung in Echtzeit. Auf der rechten Seite werden die Resultate dargestellt. Einfach gesagt, grün ist genügend, rot ist ungenügend. Wir können nun unterschiedliche Parameter manuell ändern und die Resultate überprüfen. Zum Beispiel der Abstand der Leuchten, die Lichtpunkthöhe, den Leuchtentyp und so weiter. Im Straßenmanager können mehrere Varianten einander gegenübergestellt und abgewogen werden. Einfacher gelingt uns das jedoch mit der Optimierungsfunktion. Hier rechnet das Programm die beste Option nach den von Ihnen vorgegebenen Präferenzen aus. Wir wählen die zu optimierenden Variablen, den Abstand und den Leuchtentyp aus und startet die Optimierungsfunktion. Die Abstände sind neu 19 Meter. 19 Meter ist aber nicht optimal. Also aktivieren wir die beiden nächsten Variablen, Höhe und Anstellungswinkel, und starten die Optimierungsfunktion erneut. Der folgende Mastabstand ist nun schon 23,5 Meter. Wenn Sie mehr über die Optimierungsfunktion sowie Außenanlagen erfahren möchten, schauen Sie sich unsere weiteren Tutorials zum Thema Straßenbeleuchtung und dynamischen Planen in Außenanlagen an. Wir hoffen, Ihnen einige Funktionen näher gebracht zu haben und bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit.